Hi du! Hörst du das auch? Hörst du diese Stimmen? Hörst du sie nicht? Ich höre sie schon. Ich glaube, seit ich A Dead of Night spiele, werde ich langsam verrückt und höre Stimmen in meinem Kopf. Jetzt schon wieder? Oh, ich glaube, ich werde verrückt. Nein, Spaß beiseite, aber ich wünsche dir viel Spaß mit A Dead of Night. Oh, wir haben schon 52% des Spiels abgeschlossen. Wie cool ist das denn? Wir sind in Raum 113 und ja, Jimmy ist immer noch irgendwie komischerweise immer noch voll auf der Spur. Aber irgendwie höre ich ihn gerade nicht. Ich benutze mal den Spiegel, um zu gucken, was als nächstes ansteht. Ja, ja, wichtig. Sehr wichtig sogar. Zweite Etage. Dann gehen wir mal in die zweite Etage. Ja, noch lauter. Perfekt. Also der Harvey ist völlig am Ausrasten gerade gewesen, ha? Gehen wir mal hier rein, kommen wir da einfach so rein? Ja, kommen wir. Können wir das Gerät benutzen? Is it Harvey? Yes. Sogar mit gutem Empfang, wir müssen nicht im Flur stehen. I saw you with a bat, coming out of a room. What had you done? I smashed up his television and games consoles and stuff. I was angry. When you said Jimmy soon retaliated, does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? Okay. Yes, sir. Where was the crossbow from? Ah. It was from an armory display we used to have. Jimmy was fond of it. Kriegst du ihn gleich auch gleich when zu you spüren, said Jimmy war? Soon retaliated, does that have anything to do with what you said about the crossbow? Jimmy was fond of weapons like that. I hadn't seen him all night after I'd smashed his stuff. I should have guessed he'd been working on his next little trick. Guck mal nach, vielleicht gibt es einen Hinweis auf den Raum, weil jetzt zu gucken, ob und wie wir Jimmy jetzt aus dem Weg gehen können. Hier aus der Ecke ist ein bisschen schwer, weil wir in der Sackgasse sind. Hm. 215, Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, hier lang, andere Seite, rennen. Uiuiuiuiuiui, was haben wir hier für eine Nummer? 206, was? Oh, die Mistkröte, habt ihr das gesehen? Rennen, dein Leben, Mädchen, rennen, 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 wir müssen uns verstecken, sonst hat er uns. Du bist ein Arschloch, ey, du hast mich immer an den Eiern, ey. Der hat mich immer an den Eiern. Lauf hier lang, Jimmy. Auf in die Richtung, komm. Sehr gut, so muss das sein. So, und jetzt reinhauen, schnell, schnell. Boah. Boah. Los, Mädchen, renn um dein Leben, Mann, sonst bist du tot. Jimmy kennt keinen Spaß. Nein, nein, falsche Richtung. Hier lang. Hier ist es auch richtig. 14.
15, wir haben es geschafft. Oh, das war hinter uns. Er kommt auf jeden Fall schon mal nicht so angepirscht. So. Oha. Oha, der hat echt einen Pfeil auf ihn geballert. Krasse Sache. So. Also war abzusehen, aber trotzdem hätte ich das nicht gedacht. Erstmal ist jetzt Harvey? Frage, ob Harvey da ist. Yeah, it's Harvey. I saw you being shot in the leg with an arrow. What happened? Jimmy had set it up to fire when I opened the door. I had to go into A&D, get stitches and tetanus shots. When I got back, I couldn't find him. Rose said he was hiding in the basement. That gave me an idea. Okay, müssen wir jetzt ins Erdgeschoss runter? Haben wir noch irgendwas? Die Azipan, das ist halt auch nichts damit zu tun. Ich glaube, dann haben wir das erstmal erledigt. Mehr hat er uns nicht zu sagen dazu, leider. Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Wie kommen wir zurück zum Fahrstuhl? Fuck. Kam das von links oder rechts? Ich glaube von da. Uiu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 
doofe Zufälle, beziehungsweise einer wurde in den Tod getrieben durch Jimmy und die andere wurde halt alkoholisiert und ist dann durch den Alkohol halt überheblich geworden und ist dann von oben runtergesprungen. Man kann es ja nicht direkt nachweisen, aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da gibt es hier einen Fall, wo man ihn das direkt nachweisen kann? Ich meine, gehen wir zur Polizei und sagt, du hast mit Geistern gesprochen, du musst also filtern, was hier passiert ist. Ich glaube, die lachen nicht aus oder schicken mich gleich zum Psychiater. Und ciao. Nicht hier? Oh, da. You can stay in there for the night, Jimmy. I'm ready now. Mhm. Nee, ach man. Irgendwie ist es gerade sehr, sehr eigenartig, dass man den nicht erreichen kann hier unten. Is someone there? 6,5 Stunden später. So, nachdem ich hier alles ausprobiert habe und ich keine Ahnung habe, wo ich den Geist erreichen kann, ich habe auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir gehen mal kurz in die erste Etage und mal einen Raum, wo wir einen Spiegel benutzen können, um zu gucken, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Bei unten können wir ihn gar nicht erreichen, überhaupt nicht. Ich glaube, hier gleich im Lager haben wir gleich... Nein, ist zu weit. Hier, dreh, rein hier. Im Lager haben wir gleich... Ja, hier oben ist der Spiegel. Dann gucken wir mal gleich nach. Bei unten, wie gesagt, unten im Keller konnten wir ihn gerade gar nicht erreichen. Null. Das scheinen die Fotos zu sein, definitiv. Okay, ins Erdgeschoss. Dann gehen wir mal ins Erdgeschoss. Und da müssen wir irgendwie Harvey kontaktieren können. Na dann. Und die Bilder scheinen ja wirklich die Fotos zu sein, ne? Das, was da gezeigt wurde mit dem brennenden Dings. Wir haben ihn ja in der letzten Folge darüber gefragt. Dementsprechend vielleicht müssen wir das dann mit dem aktuellen Ereignis kombinieren. Mal gucken. Haben wir hier Empfang? Ist das okay hier? Okay, hier haben wir gleich direkt Empfang. Okay. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. I saw you locking Jimmy in the basement. What happened? I wanted to give Jimmy a dose of his own medicine. I thought he couldn't do any damage down there. I was wrong. Okay. Damage zu seinem Hotel und dann hier die Fotos. Die waren ja als Hinweis im You said you were wrong to think Jimmy couldn't do any damage in the basement. Is that connected to what you said about the fire in the hotel? Mm-hmm. Nobody realized how far Jimmy would go to get attention. Ooh, er hat's wirklich in Brand gesetzt. Ach du Scheiße. Okay. Harvey erkannte, dass Jimmy verrückt war. Mal gucken, was im Keller auf uns wartet. Ein Alarm. Uiuiui, können wir jetzt Dings hier erreichen? Is it Harvey? Okay, er hört uns eindeutig. I saw a fire in the basement. What happened to the hotel?
We managed to contain it before it got out of hand. Oh, photos and letters and everything were down there. It all went up in flames. Jimmy was out of control. I'd had enough of him. I wanted him gone. Okay, und wie wolltest du ihn weghaben? Verzierter Dolch. Und passt das vielleicht? When you said you wanted Jimmy gone, does that have anything to do with what you said about the dagger? Maybe. Nein, okay, Mist. Vielleicht nochmal die Cricket-Schläger. Ihn rausprügeln, vielleicht Angst machen. When you said you wanted Jimmy gone, does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? Nein. Und der Hugo und das vielleicht? Ne, das passt nicht. Okay, bop, bop, bop. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie Jimmy das Hotel in Brand gesetzt hat, aber nicht alles, die konnten es relativ schnell eindämmen, es konnte alles verhindert werden, habt ihr ja selber gesehen und Schaden minimieren können. An dieser Stelle beende ich für heute die Aufnahme und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann, dein Damir aka Bärenkroate. Ciao, ciao.